Servus, Grüezi und hallo zu einer weiteren Folge Schuckibanucki Daily. Hier bei mir im Studio ist der Sascha. Ja, und der Pujan ist auch da. Ja, ist auch und heute Geburtstag, heute am 27. Februar Wer hat heute Geburtstag? Oder hätte Geburtstag gehabt. Lisbeth Taylor! Lisbeth Taylor! Knaller, die Frau! Das war doch mal eine richtige Granate, oder? Auch im hohen Alter, sag ich dir. Gut, dann hätte ich sie im jungen Alter genommen und du hättest sie im hohen Alter naja, genommen. Ist sie nicht berühmt geworden mit, hier, Cleopatra? Cleopatra hat die gedreht. Wer hat Angst vor James Dean hat sie doch auch noch Ding gespielt. Ja, ein Giganten. Giganten, genau. Richtig, genau. Sapperlot, James Dean und Cleopatra. Wer hat Angst vor Virginia Woolf hat sie gedreht. Weiß nicht, warst du das? Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Ja, vor Virginia Woolf. Genau. Und das waren so ihre... Die Katze auf dem heißen Blechdach war auch so ein Knaller von ihr. Mit Paul Newman. Nee. Nein, Cary Grant? Cary Grant? Ach, wer weiß das schon. Cary Grant war es bestimmt. Wenn es einer weiß, kann er es ja in die Kommentare reinschreiben. Wenn es keiner weiß, kann er es nicht reinschreiben. Macht Sinn, ist es. Ne? Ja. So. Und da sind wir auch schon wieder. Hammer, oder? Das ist Magic. Glaubst du es? Ja, oh, wie siehst du denn aus? Was ist denn das her? Ja, ich habe. Dr. Brausefrosch ist hier im Studio. Dr. Brausefrosch ist in the house. Ja. Und ich bringe euch was richtig Geiles mit. Nämlich am 27. Februar 1932 gibt der Physiker James Chadwick die Entdeckung des Neutrons bekannt. Dafür hat er nämlich 1935 den Nobelpreis für Physik erhalten. Jetzt stellst du dir natürlich die Frage, Neutron, wie viele Buchstaben sind denn das? Andere stellen sich die Frage, was ist denn das genau? Sieben. Und das werden wir euch jetzt hier sagen. Hast aber lang gebraucht. Hier habe ich mal kurzerhand was vorbereitet. Ach du, deswegen Dr. Brausefrosch. Oder was? Deswegen Dr. Professor Dr. Brausefrosch. Der Neutron ist ein elektrisch neutrales Teilchen mit dem Formelzeichen N. Es ist neben dem Proton Bestandteil des Atomkerns und somit aller uns vertrauten Materie. Beide gehören zu den Hadronen und Nukleonen. Wie wir hier sehen, haben wir die Neutronen hier in weiß dargestellt und die Protonen in rot. Die Elektronen, die negativ geladenen Teilchen, schwirren sozusagen drumherum. Jetzt muss man aber wissen, dass es auch Neutronen ohne die Protonen gibt, also die nicht Bestandteil des Kernes sind. Das sind dann die sogenannten freien Neutronen und die sind instabil. Ne. Wieder was dazu. Ja, weißt du, manchmal bin ich ja auch instabil. Aber das ist dann irgendwie später Stunde. Ja, Dr. Brausefrosch, extra für euch, hier beim Schuckibanucki Daily. Also wenn ich Dr. Brausefrosch sehe, dann muss ich einen Gin Tonic trinken. So. Mache ich jetzt auch. Achso, ja, es geht auch weiter. Übrigens, ja. Willst du jetzt Dr. Brausefrosch eigentlich. Bleibst du doch. Bist du da jetzt dann dein neuer? Nee, ich zieh mich kurz an. Ich zieh mich einfach mal kurz an. Ja, Sapperlot. Ich habe gehört, Dr. Brausefrosch war eben da. Ja, Dr. Brausefrosch war hier im Studio und hat sich. Was hat er gemacht? Zum Affen gemacht. Was ist das denn? Am 27. Elektron, Proton. Was macht ihr denn so einen Käse? Scheiß. Am 27. Februar ist auch Enrico Caruso. Oh, der italienische Sänger. Ne? Ja. Was kenne ich denn von dem? Hat er gesungen, ja? Das war Italien. Ja, genau. Ist geboren 1873. War gestorben 1921. Enrico Caruso. Enrico Caruso. Weltberühmter Ja, aber ich wusste nie, wie er aussieht. Ne? Guck mal, so ein kleiner Dicky war er. Weiß ja auch gar nicht, ob er klein war. So ein Pummelfritze war er, ja. Vielleicht hat der Fotograf einfach nur das falsche Objektiv genommen. Nee, aber die Tenöre waren ja immer so ein bisschen pummelig. Ja klar, die brauchen ja auch ein bisschen mehr Volumen. Warum bist du eigentlich kein Tenor geworden? Weil ich nicht singen kann. Das ist auch ein Argument, klar. Nicht wegen der Dicklichkeit. Ja, genau. Das war deine Tagesdosis Angeberwissen heute mit Sashi, mit Pujan und mit Dr. Brausefrosch. Den ich leider verpasst habe. Professor Dr. Brausefrosch. Echt? Ja, hat er gesagt jedenfalls. Irgendwie sowas. Wir sehen uns morgen wieder zu Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Bitte reinklicken. Wir hören uns. Bye, bye, Baby. Cheerio, Miss Sophie.